Hallo, was darf's sein? Willkommen bei McDonald's. Hallo, bei Burger King, ein Big Mac, Big Mac, ein Hallo, nein, bei McDonald's. Sie sind hier bei McDonald's. Was darf sein? Nummer drei. Freunde, mein Name ist Easy Cheesy und damit auch ein Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Base Slum mit Flo, dem Burger King Brater, dem Burger Brater des Jahres. Ich will kein Burger werden. Ich würde lieber eine leckere, knusprige Pommes sein, denn ich arbeite heute bei McDonald's. Let's go! Wir haben hier wieder unsere Sachen vorbereitet für unsere Bases. Flo hier auf der Seite Burger King Base und ich auf meiner Seite die McDonald's Base. Und ich würde sagen, Flo, auf die Plätze, fertig und let's go! Flo, worauf hast du mehr Lust? Auf so einen saftigen Burger oder auf eine knusprige Pommes? Warte mal, was? Hey, was war das denn? Hast du mich gerade vergiftet? Sind die Burger bei dir so giftig oder was? Nein, das war ein sehr spezieller Burger mit der Geheimzusatz. Extra für mich zubereitet, sehr nett von dir. Also, Burger oder Pommes? Bist du Team Burger oder bist du Team Pommes, Flo? Das ist schwer. Ich glaube Pommes. Ich bin auch Team Pommes! Hashtag Team Pommes! Ab in die Kommentare, Leute! Wenn ihr Team Pommes seid, seid ihr Team Burger? Schreibt Hashtag Team Burger in die Kommentare. Mal sehen, wer mehr ist, welches Team größer ist. Was ist mit dem Pommes-Burger? Wir starten heute mal mit deiner Base. Zeig du mir mal deine Burger King Base. Ah, das ist, oh stimmt, meine Seite war das da vorne. Ah, ja, sehr interessant, was du hier alles hast. Ja, nice, du hast einen Burger King-Laden gebaut. Ja, das ist der sicherste Burger King der Welt. Der sicherste Burger King. Junge, wenn du da als Kunde essen willst. Oh nein, da sind Spikes. Aua. Oh, warte mal, da ist Lava. Ich muss erstmal durch die Lava schwimmen. Ja, please, das ist für die, damit niemand einbricht und die Burger klaut, okay? Ah ja, und schon gar nicht. Hast du so eine geheime Burger King-Geheimformel? Okay, alles klar, ich weiß Bescheid. Was hast du denn hier alles? Was verkaufst du denn? Erstmal kannst du hier Auto essen, Layman wenn du dich willst. Ich kann ein Auto essen bei dir? Outdoor. Dann hätte ich gerne ein Porsche 374A, wenn es geht. Autodoor. Du kannst eine Autotür bei dir essen. Genau, hier haben wir speziell... Lecker! Guck mal, unsere Böden sind so gut gewischt immer. Du siehst dich selber manchmal teilweise. Kann sein, dass es hier so ein bisschen rutschig ist. Fühlt sich rutschig an. Nee, das ist so poliert. Sie glänzt auch sehr schön. Mit der eigenen Spucke wahrscheinlich. Ihre Bestellung bitte. Meine Bestellung, ich guck gerade mal, was ich bestelle. Für 500 Euro, das ist aber ganz schön teuer. Haben Sie auch vegane Burger im Angebot oder kriege ich bei Ihnen? Tschüss. Der Super Whopper Deluxe Vierfach Schnitzelburger. Ja, das ist klar, Flo. Vierfach Schnitzelburger. Wer isst denn sowas? Ich kann dir anbieten einen Schnitzel Cheeseburger, einen Vierfach Schnitzel oder einen normalen Schnitzelburger. Ich hätte gern veganen Schnitzelburger, wenn es geht. Wir haben auch vegane Sachen. Nicht nur Pommes. Nee, wir haben auch vegane Sachen. Komm mit. Hier ist ein veganer Burger. Okay. Ich gehe mal in deine Küche. Mal sehen, wie die Sauberkeit hier in der Küche so ist. Also ihr bratet hier Speck. Ich hoffe nicht in der gleichen Pfanne wie die Pommes. Ja, Pommes sind geradeaus. Pommes sind geradeaus. Dann hast du hier einen schönen Burgeranzug. Warte mal, das ist ein Kokoschick. Ja, das kannst du essen. Oh nein, das lasse ich wirklich auf, Lu. Was ist das hier? Der Burger-Pfannenwender. Das ist mein VIP-Bereich. Ah ja. Ah, das ist gut, weil man will ja auch ein Klo haben. Was hast du da gerade? Du hast einen Mein Jacuzzi. Warte mal. Wieso hast du einen Jacuzzi im Burger King-Laden? Für meine Privatsphäre, dass ich hier chillen kann. Weißt du, wenn man stinkt von dem ganzen Fettgeruch, der da unten ist, muss man erst mal in Jacuzzi steigen. Let's go, Manchmal, wenn wir Kunden haben, irgendwie, die ein bisschen nicht ganz so nett sind, dann gebe ich dem zu trinken ein Glas hiervon. Okay, verstehe schon. Badewasser. Was zum... Warte, ich mach sie wieder rein, das ist dein, ich hab's dir geklaut, ich geb's zu, okay. Ja, nice, mega coole Burger King-Filiale hier auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf unsere McDonald's-Filiale. Let's go! Bam! Warte, was hast du gerade probiert? Hast du dich mit der Enderperle hochgeworfen oder was? Ja. Alles klar, willkommen bei McDonald's. Eure Bestellung bitte. Wir haben hier ein großes M für das Logo. Yeah. Oh, ich hätte auch so ein Burger King B bauen sollen. Gibt's überhaupt das B? Warte mal, das hast du wirklich umbenannt in Schnitzel King? Ja.
Das habe ich noch gar nicht gesehen, Jürgen. Ich muss ja meine eigene Idee hier irgendwie einbringen. Oh man, okay, alles klar. Ja, nice. Wir haben hier auf jeden Fall eine coole McDonald's-Filiale. Auch zwei Etagen. Hier gibt es leckere Pommes und leckere McVegan Nuggets oder keine Ahnung, wie die heißen. Okay, dann kommen wir rein hier. Achso, hier vorne. Komm mal mit. Ich habe zwar keine Lava bei meiner Filiale. Ja, was ist das? Aber das ist die Fettentsorgungsstation. Und ich sage dir, dieses Bratfett, da würde ich an deiner Stelle wirklich nicht baden gehen. Probier es bloß nicht aus. Mist. Hä, das macht langsam. Oh mein Gott, das ist klebrig. Du bist immun gegen Bratfett, glaube ich, weil du den ganzen Tag quasi in Bratfett rumstehst bei Burger King. Okay, so, das kann natürlich sein. Man kann hier auf jeden Fall die Brücke runterlassen und wenn man dann nachts angegriffen wird und die Filiale wird mal wieder überfallen von irgendwelchen Pommeswütigen, kannst du hier einfach hochklappern, klappen und dann verbrennen die halt in Lava. Naja, Standard einfach eben. Okay, was hast du hier gefunden? Du hast einen Tisch gefunden. Yeah. Okay, was darf's sein? Du kannst gerne eine Bestellung aufgeben. Ich bereite dir zu, was du möchtest. Ich würde einmal gerne... Warte, funktioniert die Eiscreme-Maschine? Ja, ich kann dir Eiscreme geben. Ernsthaft? Ja, was willst du haben? Ich hätte einmal gern hier einen... Nein, es gibt keine Schnitzel-Eiscreme. Ernsthaft? Schnitzel mit Pommes. Das ist ein Schnitzel? Soll ich dir Schnitzel braten, Flo? Ich nehme einen. Kannst dir selber einen Schnitzel holen bei Burger King, Alter. Bei Burger King. Hier gibt es keine Schnitzel. Okay, pass auf. Also, wir haben hier so ein bisschen goldene McDonald's-Rüstung, weil McDonald's ist ja ziemlich gelb unterwegs. Gelb und rot. Hast du da gerade was kaputt gemacht? Wieso ist ein Kunden? Das ist kein Kunde, das ist ein Schild. Mach das wieder dahin, wo es hingehört, please. Ja, yeah, wir haben auf jeden Fall hier tatsächlich ein paar Desserts bei McDonald's. Bei uns gibt es nämlich auch Desserts. Bestellen. Wie du siehst, haben wir sehr viele Kunden, denn alle Tische sind belegt mit Essen. Die Kunden, die sind gerade alle auf der Toilette. Dann kannst du mal mitkommen. Das ist unsere Küche. Alles super, super sauber hier auf jeden Fall. Sieht sehr nice aus. Wir können sogar Smoothies machen. Stell das wieder hin! Kannst du mal aufhören, hier alles anzufassen, Flo? Das ist nicht deine Filiale. Komm mal mit hoch hier. Okay, hier oben ist auf jeden Fall noch ein kleiner Bereich, wo die Kunden essen können. Und hier kommst du nicht rein, denn Zutritt nur für die Chefin. Und das ist... Hallo? Nicht du, das bin ich. Ich bin die Chefin. Genau, das ist nämlich hier mein Büro, mein Managerbüro. Ich bin nämlich hier Filialleiterin von dieser McDonald's-Filiale. Ja, bitte, was kann ich für Sie tun? Herein. Hallo? Oder bleiben Sie von mir aus auch draußen? Ich würde gerne den Manager sprechen. Ich bin die Managerin. Was kann ich für Sie tun? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit der Bestellfrau unten. Da unten ist keine Bestellfrau. Warte. Niemand, niemand arbeitet hier, ich bin hier alleine. Ich weiß nicht, was Sie da für Erfahrungen gemacht haben, also es war kein Mitarbeiter, mit dem Sie gesprochen haben. Ja, gut. Was ist hier? Top Secret, Zutritt nur für Mäuse oder auch Leute mit Mäusekostüm. Entschuldigung, ich bin im Mäusekostüm normalerweise, ich darf da rein. Das hier ist nämlich unser geheimer käsiger veganer Cheeseburger. Yeah, hier entwickeln wir nämlich neue Burger und neue Pommes. Flo, was machst du da? Bist du da draußen? Hallo. Vor dem... Hörst du mal auf, hier reinzugucken? Das ist geheim. Hier darfst du nicht reingehen. Das ist unser Geheimlabor. Hier machen wir nämlich sehr coole Experimente mit Käse und mit Brot und machen vegane Burger. Kann ich jetzt bitte mein Essen haben? Okay, ja, du kannst dein Essen haben. Es liegt da draußen. Genau. Ja. Hä? Ja, tschüss. Auf dem Boden. Hast du es gesehen? Lass es dir schmecken. Was hast du denn? Hast du das noch aus der Hacker-Folge, Flo? Flo hat noch aus der Hacker-Folge vom letzten Mal eine Hacker-Maschine. Da haben wir nämlich Probase vs. Hackerbase gespielt. Checkt das auf jeden Fall aus. Ihr findet es jetzt gerade oben rechts in der Infokarte verlinkt. Und Freunde, checkt doch unbedingt den easymouse.shop aus und gönnt euch die wunderschönen Designs, die da gerade drin sind. Natürlich jetzt auch im Dezember oder November haben wir ja im Moment noch sehr, sehr coole Winter-Designs. Und das eine Millionen-Design seht ihr jetzt gerade ein. Geblendet. Let's go, nur noch dieses Jahr. Easy, wann kommt das 1-Milliarde-Design? 1-Milliarde-Design kommt, wenn du mir 1 Milliarde Abonnenten hackst, so wie letzte Folge. Dann kriegt ihr alle ein 1-Milliarde-Design, Leute. Wenn ihr was wollt, könnt ihr das kriegen. Kein Problem. Okay, ich habe da so einen kleinen hallo Flo. Du machst zu mich? Nö. Ich geh mal putzen, mein Boden muss sauber bleiben. Ja, genau, mach das mal. Bei dem Grenzenbratfett ist das kein Wunder. Also, ich habe da so einen kleinen Plan. Ich habe nämlich hier ein paar Mitarbeiter in so kleine Eier gesperrt. Und die können wir jetzt freilassen. Die haben nämlich was gegen Schnitzel Burger King. Die mögen die Filiale da vorne gar nicht.
Und vielleicht lässt sich da ja was machen. Okay, wir gehen mal rüber. Und dann können wir die vielleicht hier mal so ein bisschen, ich würde sagen, freilassen. Vielleicht helfen die ja. Flo, ich habe hier ein paar Freunde für dich. Die helfen dir beim Putzen, okay? Also Putzen? Bäm! Hier ein paar kleine Zwerge. Oh und Gott. Den Mega-Pommes-Mann. Yeah! Let's go! Mach den fertig. Okay, es müssen noch mehr kleine. Es müssen noch mehr kleine. Attacke! Mach die Filiale platt! Let's go! Oh, 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 oh. Wir haben gar nicht so viele auf Lager! Wir können die haben scheinbar irgendwas gegen Burger King. Ich weiß nicht wieso. Ich glaube, die arbeiten alle bei McDonald's, weißt du? Mist, da kann man echt nichts machen. Ich hab nicht mehr viele Plätze frei. Nein, die sterben alle. Die sterben. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab keine mehr übrig. Die große Pommes ist noch da. Komm schon. Komm schon, please. Oh, no, 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 no. Nein. Okay, schnell weg hier. Ein Herz, schnell weg. Ein Herz. Vor Flo kommt. Oh, nein. Ich brauche meine Ausrüstung. Ich brauche meine Ausrüstung. Das muss da zugemacht werden. Jetzt aber schnell hoch. Oh, oh. Nein, wo ist meine Rüstung? Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Zack, 1, 2, 3. Hier ist das Schwert. Oh, no, no, no. Wir kriegen hier, glaube ich, gleich Probleme. Denn Flo hat nämlich auch ein bisschen was vorbereitet, bestimmt. Ich mach dir mal hier Platz. Du willst eh mehr Kunden haben. Guck mal. Was machst du? Ich verändere deine ganzen Burger. Nein. Wie kommen die denn hier hin? Ja, komm doch hier rüber. Warte mal. Warte, nein. Die springen einfach rüber. Was? Wisst ihr was? Der kommt her. Dreh dich mal um. Oh mein Gott, ein Riesenburgermann. Nein. Burgermann. What? Ich hab nichts zu essen. Oh mein Gott. Es ist der Burgerkönig. Ich brauch Essen, Freunde. Wir brauchen Essen. Wenn wir nichts zu essen kriegen, dann verrecken wir hier. Ah, schnell weg hier. Ich brauch dringend Pommes. Es tut mir leid, ihr kleinen Fratzen hier. Nein, geht weg. Lass mich zu meinen Pommes. Schnell weg. Nein, hier. Ich hab die Flasche getrunken. Okay, Bananen, Bananen. Wir sind bei McDonald's, aber wir essen erstmal nur auf Bananen. Okay, schnell. Oh, oh. Die Burger werden frittiert. Das ist nur die Tür zu machen. Yes, wir sind in Sicherheit erstmal. Okay, wir regenerieren, Freunde. Die Bananen geben uns Energie. Kommt her, ihr kleinen. Oh mein Gott, das sind zu viele. Die Kunden finden dich. Oh, no. Wieso Kunden? Sind da unten Kunden? Muss ich denen helfen? Bedien die doch. Oh, die haben alle schon Burger von Burger King. Die sind alle böse. Die sind hier nicht willkommen. Weil du deine Burger nicht so, weg mit euch hier. Vom Zack. Burger King machst. Ah, haben wir hier noch mehr? Wo ist denn der Riesenburger? Der badet erstmal im Nein, der wird mit dir. Fett, Junge. Ja, bleib da ruhig drin, Riesenburger. Oh, oh. Yes. Du hast mich da geworfen, ey. Die Würze. Ich mach den fertig und wenn der Riesenburger weg ist, dann hat deine Base nämlich verloren. Nein, 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 nein. Burger hier. Nimm den Burger zur Stärkung. Stipp schon. Ja. Attacke. Ah. Wie viel Leben hat er? Yes. Wir haben es geschafft. Hast du meine Glaswand kaputt gemacht? Bade im Bratenfett. Bade im Bratenfett, Flo. Ah. Nein. Oh yeah! Okay, Freunde, dann würde ich sagen, das waren hier unsere beiden Bases des heutigen Tages. Die McDonald's Base im Hintergrund hier und die Burger King Base, die seht ihr auf dieser Seite. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Base euch besser gefallen hat. Seid ihr Team Burger oder Team Pommes? Auch in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag. Yeah! Das war noch unser Hacker-Base. Ihr wolltet es unbedingt machen. Oh no, Leute, checkt die Hacker-Folge aus. Wir sehen uns. Bis dahin. Und hasta la pasta!